Hi Leute, ich bin Dan von Scenetech TV, aber meinen Kanal gibt's quasi gar nicht mehr. Gibt's schon, aber da läuft jetzt Oberucken und das müsst ihr... Warum können... einschlafen? Ja, an der Stelle ist plötzlich die Datei kaputt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe versucht, sie zu retten, es ist absolut nicht möglich. Bild und Ton wurden auf einmal nicht mehr zusammenhängt und waren sowieso völlig durcheinander und völlig kaputt. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Es ist schon krass, was bei so einem Adventskalender alles schief gehen kann. Meine Güte, leider muss ich jetzt so weitermachen. 2, 1, los. Warum können verheiratete Männer nach dem Sex nicht direkt einschlafen? Weil sie zu ihren Ehefrauen müssen. Die Ehefrau hat bald Geburtstag. Fragt der Mann, hey Schatz, was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Sagt die Ehefrau, die Scheidung. Sagt der Mann, oh, ich wollte eigentlich weniger ausgeben. Fragt die Frau ihren Mann, hey Schatz, wie schmeckt dir das Essen? Sagt der Mann, warum suchst du immer Streit? Eine fremde Frau beschimpft einen Mann. Wenn Sie mein Ehemann wären, dann würde ich Ihnen Gift geben. Sagt der Mann, wenn Sie meine Ehefrau wären, würde ich es freiwillig nehmen. Und ab hier war auch einmal der Ton nicht mehr da. Ein Ehepaar feiert selber eine Hochzeit. Kommt der Arbeitskollege vom Mann und fragt, 25 Jahre seid ihr nun schon verheiratet? Der Mann, genau, 25 wundervolle Jahre. Der Kollege, und wie lange müsst ihr noch? Ein altes Ehepaar streitet sich. Sagt der Mann, wenn du stirbst, besorge ich dir einen Grabstein mit der Aufschrift, hier liegt meine Frau, eiskalt wie immer. Sagt die Frau, und ich hole dir einen mit der Aufschrift, hier liegt mein Mann, endlich steif. Letztens habe ich im Internet gelesen, dass 40% aller Ehefrauen fremdgehen. Leider nützt mir das nichts. Ich brauche Name, Bild und Anschrift. Ein Mann wird bei seiner goldenen Hochzeit gefragt, was die schönste Zeit in seiner Ehe war. Er antwortete, die 7 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Lebensgefährtin wird übrigens von Lebensgefahr abgeleitet. Okay, das war's. Morgen wird's cooler hoffentlich. Daumen hoch für Dan, der hat es auf jeden Fall versucht. Bis zum nächsten Mal.